Das Monster im See. Ist der schön. Aber sag mal, Mami, warum sehen die Bäume so anders aus? Ach, mein kleiner Schatz. Als du auf die Welt kamst, Lindenbaum, war es Frühling. Den Herbst kennst du noch gar nicht. Jetzt schmücken sich die Bäume mit den schönsten Farben. Oh, ist das nicht wunderschön? So ein abgestorbenes Blatt? Das kleine Blatt ist tot, aber das ist ja schrecklich traurig. Oh. Oh, wein doch nicht. Oh, das ist wohl einer unserer letzten Ausritte. Bald wird es schneien. Ich finde den Herbst toll. Das ist meine Lieblingsjahreszeit. Ach, neulich war doch noch der Sommer deine Lieblingsjahreszeit. Ach so? Sagte ich das? Obwohl, das stimmt schon. Den Sommer mag ich auch sehr. Den Frühling allerdings finde ich genauso nett. Alles wächst und wird wieder grün. Ach ja, und dann der Winter natürlich. Der ist auch klasse. Schnee ist ein echtes Geschenk des Himmels, findest du nicht, kleiner Donner? Mhm. Das ist ja furchtbar. Ah, Yakari, unser Sohn. Hä? Lindenbaum? Was ist mit ihm? Ist er etwa krank? Nein, viel schlimmer. Ist er? Er ist traurig. Er hat sich im Bau verkrochen. Er will niemanden mehr sehen und lacht nicht mehr. Er war immer so fröhlich und hat so gern gelacht. Ich weiß, woran er leidet, unser Lindenbaum. Der Kleine leidet an Schwermut, das ist es. Das ist ein Zustand, der die Seele weinen lässt. Und wen die Schwermut erst einmal packt, du musst unbedingt mit ihm reden, Yakari. Ich? Dir hört er zu. Du kannst ihm helfen. Überraschung! Na, Lindenbaum, hast du gesehen, wie schön es draußen ist? Tauchen wir? Spielen wir Verstecken? Na los, dazu hast du doch bestimmt große Lust. Das spielst du doch gern. Und du gewinnst auch so gut, wie du darin bist. Da bin ich ganz sicher. Weißt du was? Kleiner Donner hat mir gesagt, er würde gern mal mit dir ausreiten. Bist du schon mal geritten? Weißt du, das ist eine große Ehre. Eigentlich darf außer mir sonst niemand auf dem Rücken von Kleiner Donner sitzen. Na los, komm. Das wird sicher richtig lustig. Was? Ein Biber? Auf mir? Psst, nicht so laut. Kleiner Donner, damit er wieder lacht. Er ist völlig niedergeschlagen. Ja und? Was soll's? Ich bin doch kein Medizinpferd. Los, komm! Kleiner Donner ist einverstanden, Lindenbaum. Nett, dass du mich gefragt hast. Na, ist das nicht einfach super klasse? Ja! Juhu! Gefällt's dir? Ach, natürlich, er bewegt sich ja noch nicht. Könntest du mal ein Stückchen vorwärts gehen? Aber ganz vorsichtig. Das macht Spaß, was? Gefällt's dir? Schön. Ich werde deinen Patienten mal etwas aufmuntern. Komm, du Trauerkloß. Kleiner Donner, sei vorsichtig. In Ordnung? Das hat sicher geholfen. Bravo.
Ich weiß, was wir jetzt machen. Hm? Eine Tour durch die Gegend. Also nochmal. Sieh doch mal die Farben. Das Gelb, das Rot, das Braun. Und der Baum da. Toll. Bäume verlieren im Herbst ihre Blätter, weißt du? Wir zeigen dir einen tollen Fichtenwald hier ganz in der Nähe. Der wird dir bestimmt sehr gefallen. Na, siehst du, Lindenbaum? Die Fichten behalten ihre Nadeln das ganze Jahr über. Wie schön es hier ist. Was für ein fantastischer Ausblick. Die Bäume hier bleiben immer grün, auch im tiefsten Winter. Wow! Das ist ja unglaublich. Das sieht ja aus wie ein Monster. Endlich lachst du mal wieder, Lindenbaum. Gucken wir uns das jetzt an, Yakari? Es wird bald dunkel. Wir müssen heim. Aber morgen kommen wir wieder. Versprochen. Böser Albtraum. Großer Adler, ein Glück. Hast du mich erschreckt? So wie eben die Riesenschlange? Kennst du diese Schlange? Woher ist sie? Und was will sie? Nur Geduld, Yakari. Du wirst es verstehen. Hattest du Angst vor ihr? Die hat jeder. Doch die Schlange ist weit weniger furchterregend, als sie aussieht. Ich habe Lindenbaum versprochen, da noch mal hinzugehen. Und ich bin auch selbst neugierig. Man muss seinen Albträumen entgegengehen. Das ist der beste Weg, sie zu überwinden, Yakari. Seht sie euch an. Die ist ja riesig. Du gehst da ja nicht zu nahe ran. Er ist wieder völlig gesund. Ich danke dir, Yakari. Wäre besser gewesen, wenn er weiter Trübsal bläst. Oh nein. Rette sich, wer kann. Sie hat nichts gemerkt. Vielleicht schläft sie. Doch, sie hat sich bewegt. Ja? Hast du was gesehen? Hey, wach doch auf! Das will ich genau wissen. Vielleicht ist sie tot. Schluss jetzt, wir gehen nach Hause. Nein, ich will aber die Schlange sehen. Nicht, Lindenbaum! Geht das etwa schon wieder los? Ich springe hinterher! Nein, nein, ich! Ich mach das schon. Aber ich habe eine Idee. Du scheinst nicht gerade besorgt um unseren Lindenbaum. Ein Ungeheuer, dessen Haut aus weichem Sand besteht, kann nicht so gefährlich sein. Das ist nichts als ein großer Erdhaufen. Da ist ein Eingang. Hallo, bist du da, Lindenbaum? Ja, das müsst ihr sehen. Ah, da ist er. Na los, wir gehen rein. Hier bin ich, Yakari. Ein Glück.
nicht, was es ist, aber es wurde sicher von Menschen gebaut. Lindenbaum! Mama, Papa, da seid ihr ja! Großer Adler! Ich sagte dir ja, dass du verstehen wirst, Yakari. Vor langer Zeit haben sich in diesem Tal die ersten Indianer niedergelassen. Sie bauten Mais an und lebten ihr Leben. Und um ihre Toten zu ehren, bauten sie ihnen ein Hügelgrab in Form einer Schlange, denn die Schlange war ihr Totemtier. Ich glaube, er hat es überstanden. Hoffentlich bekommt er keinen Rückfall. Oh nein, das hatte ich befürchtet. Ob ihn das wieder so traurig macht? Ist das schön? Ich liebe den Winter und ich liebe den Sommer. Und ich liebe den Herbst und den Frühling auch. Ich glaube, ich liebe jede Jahreszeit. Ja, genau wie ich. Mit deinen Kunststücken fertig bist, sieh doch bitte nach, wo müder Krieger steckt. Er sucht seit Stunden Feuerholz und ist immer noch nicht zurück. Verlass dich auf mich, Vater. Na los, kleiner Donner. Füße des Stammes. Müder Krieger! Müder Krieger! Er muss hier sein. Los! Na endlich, da ist er! Und er hat schon sein erstes Stück Holz. Was war denn das? Was denn? Keine Ahnung, ich hab so ein komisches... Flughörnchen. Da habe ich dich reingelegt, was, Yakari? Und? Du hattest Angst, nicht wahr? Kein Stück. Dass du das bist, wusste ich doch von Anfang an. Und du hast auch nicht gerade große Fortschritte gemacht. Falsch. Ich zeige dir gleich meine neuen Tricks. Du wirst staunen. Und du hast dich doch verbessert. Sehr spektakulär. Nur vielleicht doch nicht ganz beabsichtigt. Wer wagt es? Ein Flughörnchen. So eins wollte ich doch schon immer mal essen. Hoffentlich schmeckt es auch gut. Nein! Bitte tu das nicht. Es hat es nicht mit Absicht gemacht. Es ist noch ganz jung und lernt gerade fliegen. Das ist noch lange kein Grund, dass es meinen Bauch als Turnmatte benutzt, ja? Und außerdem können ja nur Vögel fliegen. Lass das nicht doch. Wenn du wolltest, könntest sogar du fliegen. Das Flughörnchen würde es dir beibringen. Ja, es ist ganz, ganz einfach. Ja, du hast sehr viel Talent. Ja, genau, das sieht man doch sofort. Er hat recht. Wir sind uns ja sehr ähnlich, wir zwei. Du bist nur ein bisschen, naja, etwas stärker.
Wollt ihr zwei euch über mich lustig machen? Natürlich nicht, gar nichts. Er kann es dir doch mal zeigen. Aber wehe, du machst dich bei dieser Vorführung aus dem Staub. Bestimmt nicht, ich verspreche es, ich bleib hier. Gut. Und du meinst, ich kann das auch? Warum nicht? Ganz locker. Du darfst bloß nicht so steif sein. Und ausatmen. Jetzt schön ausstrecken. Und nochmal tief durchatmen. Und dann abstoßen und sich einfach von der Luft tragen lassen. Hast du gesehen? Es ist ganz leicht. Und jetzt du. Ich glaube, dieser Vielfraß kann genauso gut fliegen wie ein Bison, der sich überfressen hat. Ich glaube, wir sollten jetzt lieber schnell verschwinden. Ihr habt euch doch über mich lustig gemacht. Das wird euch noch leid tun. Ich werde mich Immerhin wollte er dich fressen. Das geschieht ihm ganz recht so. Ha! Ihr solltet ihr euch jedenfalls lieber nicht mehr blicken lassen. Kari, nicht gut geschlafen? Seit du gestern heimkamst, guckst du so ernst. Och, ich bin müde, sonst nichts. Aber irgendwas bedrückt dich doch. Nur so ein blöder Traum. Würdest du mir bitte einen Krug Wasser holen? Seit gestern habe ich dauernd das Gefühl, beobachtet zu werden. Vielleicht haben wir es mit dem Vielfraß doch etwas übertrieben. Wo ist es bloß? Ihm ist doch hoffentlich nichts zugestoßen. Flughörnchen! Flughörnchen! Wo bist du? Kakari! Das kam von dort. Los, kleiner Donner, schnell! Willst du auch mal fliegen? Jakari! Das wird ihm eine Lehre sein. Jakari! Was suchst du da? Was machst du denn hier? Dann hat der Vielfraß dich also nicht erwischt? Karkaju? Doch nicht der! Hey! Könnt ihr mir vielleicht helfen, wenn ihr Zeit habt? Oder soll ich weiter hier rumhängen? Halt durch, Jakari! Wir holen dich da raus! Hab keine Angst! Keine Angst! Noch weiter! Es reicht nicht! Wir müssen uns was anderes ausdenken! Der Ast hält nicht mehr lange! Ich weiß! Ja, ich freue mich auch. Na los, kleiner Donner, zieh! Diesmal ist der Vielfraß zu weit gegangen. Wir sollten ihm eine ordentliche Lektion erteilen, damit wir ihn nie wiedersehen. Nur wie stellen wir das an? Großer Adler!
Adler. Alle Lebewesen haben ihren Platz auf Erden, auch die gefräßigsten. Sollen wir also nichts tun? Überlege einmal gut, Yakari. Wer dich erschrecken will, den kannst du erzittern lassen. Erzittern lassen? Ich kapiere das nicht. Er spricht nur in Rätseln. Yakari kennt das. Den erzittern lassen, der einen erschrecken will. Ich weiß, was das heißt. Oh, ich hab Hunger. Jetzt ist Yakari nicht da, um dich zu retten. Jetzt wird gegessen. Viel mehr Rache geht kaum noch. Du entkommst mir nicht. Ich kriege dich doch, mein kleines Flughörnchen. Das ist eine Sackgasse, Flughörnchen. Eine Falle. Das wird ein Festschmaus. Da bist du ja, Karkaschu. Du bist gemein. Du hältst dich immer für den Größten. Und dabei kannst du ja nicht mal fliegen. Du musst endlich aufhören, den anderen immer Angst einzujagen. Und du frisst auch viel zu viel. Du musst lernen, nur so viel zu nehmen, wie du brauchst, anstatt dich immer so voll zu stopfen. Wann kapierst du das eigentlich endlich? Ab sofort gehst du auf Diät. Du isst nur noch Beeren und Wurzeln. Versprichst du das? Ja, ich verspreche es. Dann geh jetzt. Fort mit dir. Und wehe, du folgst meinen Anweisungen nicht. So, der ist weg. Das reicht. Das hat ja super geklappt. Er hat geschlottert vor Angst. Genial, Yakari. Komisch, unser Freund Kakaju ist wie vom Erdboden verschluckt. Nein, er ist hier. Seht ihr, da unten. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Die Haut unter deinen Achseln ist so schön schlabbrig. Damit könnte dein nächster Flugversuch ein voller Erfolg werden. Oh, lieber nicht. Ich bleibe besser hier. Danke. Ich glaube, den sind wir tatsächlich erstmal losgeworden. Mehr find ich hier nicht. Ich komm morgen wieder. Du hast deinen Namen wirklich verdient, kleiner Donner. Du galoppierst ja fast so schnell wie der Blitz. Das macht ganz schön durstig. Lass uns was trinken. Gehen wir doch zum Fluss. Perfekt. Das wird mich über alle Flüsse der großen Ebene tragen. Hey, Regenbogen. Glaubst du, das Holzding da wird dich wirklich tragen? Du siehst doch, wie es schwimmt. Und ich wette, ich bin als Erste an der Schmetterlingsgabel. Gut, die Wette gilt. Machen. Siehst du, wie mein Floß schwimmt, hä? Die Arme eines Siux sind stärker als der Wind. Oh nein! Oh! Halt! Du musst sofort anhalten! Zufrieden ihrer Bauten, alles kaputt zu machen. Seht nur, was ihr mit unserem Damm gemacht habt. Die ganze Arbeit war umsonst. Wir helfen beim Wiederaufbau. Kuckuck, kleiner Donner.
Bin ich wieder. Hör auf! Stopp! Heißt Filz etwa großer Mopser? Nein, immer noch kleiner Donner. Ja, wir Biber sind uns immer einig. Ja, wir Biber sammeln Holz und Reisig. Also ich bin nicht immer mit dir einig, Yakari. Was diese Arbeit angeht zum Beispiel. Hey, aber du bist doch bis weit über die Grenzen der großen Ebenen für deine Großzügigkeit bekannt. Hervorragende Arbeit. Schau nur genau hin, Yakari, dann kannst du etwas lernen. Damit der Damm auch gut hält, verstärken wir ihn mit Schlamm und Blättern. Raffiniert. Und solide. Erst wenn der Damm fertiggestellt ist, bauen wir unsere Unterkünfte, geschützt vor der Strömung. Schau nur, eine Skulptur. Die werde ich über meiner Tür aufhängen. Hübsch, was? Ja! Hey, wie wär's mit einem Ausritt? Gut, du kriegst deinen Ausritt. Auf geht's! Oh, na sowas, ein fliegender Biber. Oh, na sowas, ein seltsames Floß. Ganz schön viel Arbeit. Diese Schufterei macht einem wirklich mächtig Appetit. Zu Tisch. Klasse. Ich wusste gar nicht, dass Biber auch Gedanken lesen können. Ich auch nicht. Bravo. Das nenne ich gehobene Küche. Also, das sieht ja wirklich sehr appetitlich aus. Was ist das denn genau? Blätterknospen und Birkenrinde. Unser Leibgericht. Mmh, echt lecker. Das piekst zwar ein bisschen, aber schmeckt echt toll. Ich wusste doch, dass es euch schmecken würde. Das ist ein Salat aus Frühlingsborken. Hey, kleiner Donner. Komme. Du bist doch Vegetarier. Rührend, diese Gastfreundschaft. Ja, es schmeckt toll. Die Bremse! Hey, Lindenbaum, komm sofort zurück! Dieses ungezogene Kind. Ich fahr hinterher! Galopp, kleiner Donner! Thank you.
Rutsche. Wir sind in einen Strudel geraten. Wir sitzen in dieser Höhle fest und du machst Witze. Wir müssen hier raus. Da kommen wir nie und nimmer hoch. Die Wände sind viel zu glatt. Wir sitzen in diesem Loch fest. Aber ich will hier jetzt sofort raus. Wir können doch hier nicht bleiben. Ich will hier weg. Jetzt beruhige dich. Das wäre nicht passiert, wenn du nicht so leichtsinnig gewesen wärst. Wir müssen hier raus. Großer Adler! Du bist nicht allein, Yakari. Hier wird uns nie jemand finden, großer Adler. Vertraue einfach denen, die dich lieben. Du musst ihnen dabei helfen, dir zu helfen, Yakari. Na, denen vertrauen, die mich lieben. Was soll das nur heißen? Aber ja, die anderen suchen uns sicher schon. Wir müssen sie rufen. Hallo! Hallo! Wir sind hier. Mama! Papa! Juhu! Hier sind wir! Das Rauschen des Wassers ist viel zu laut. Wir bräuchten... Ja, ich habe eine Idee. Das könnte funktionieren. Meine Freunde verlassen kann. Ja, bedanke dich bei den Bibern. Sie haben die Leiter gebaut. Und bei kleiner Donner, denn er hat seine Angst vor dem Gewitter überwunden und die Leiter dorthin gezogen. Vielen Dank, kleiner Donner. Das war genial. Gehen wir noch mal auf die Wasserrutsche? Hinten, warum hast du nicht schon genug Kehrereien gemacht? Aber Mama! Mit viel Spaß geben wir richtig Gas. Mit viel Mut klappt die Arbeit gut. Mit Geschick. Hier, Yakari. Ein Dankeschön, weil du Lindenbaum gerettet hast. Ha? Danke, danke, das ist ja großartig. Ein richtiges Kunstwerk. Halt! Anhalten! Gewonnen! Ich bin der Schnellste! Was? Der Grizzly. Wie schön das hier ist, Yakari. Ich liebe diese bunten Herbstfarben. Du nicht auch? Psst. Hör doch mal. Was? Ich höre nichts. Ganz genau. Findest du die Stille nicht auch seltsam? Als wären alle Tiere aus dem Wald verschwunden. Oh, sieh mal da unten. Spuren. Da
Eine ganze Hasenfamilie war da auf der Flucht. Da! Hallo, ist da jemand? Und da! Alle Nester sind leer! Nanu? Was könnte das? Los, kommt mit! Das war nicht genug. Was? Das war der 15. Fisch, den ich dir gebracht habe. Es reicht mir. Ich hau ab. Das lässt du schön sein, du. Ah! Fang mich doch, Flohpelz, wenn du meinst, du schaffst das. Du kannst ja nicht mal schwimmen. Na, 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 na. Komm gefälligst sofort zurück, sonst werden deine Schwestern meine Rache spüren. Ich will nur die großen Fische haben. Kannst du nicht hören? Das ist gemein. Du hast kein Recht, andere Lebewesen so zu behandeln. Was geht denn dich das an? Ich weiß, worauf ich recht großen Appetit habe. Aua! Wer war das? Lass Yakari in Ruhe. Pass auf, Regenbogen! Das wird dir noch leid tun. Wir müssen hier weg. Er kommt hinter uns her. Aber die Otter. Da seid ihr ja. Habt ihr dieses Monster eben gesehen? Du musst uns helfen, Yakari. Er hält sich wohl für den König des Waldes. Er terrorisiert uns und keiner wagt es, sich gegen ihn aufzulehnen. Nur du kannst etwas gegen ihn tun. Ich werde es versuchen. Ich muss jetzt schnell zurück zu den anderen, sonst sind die dran. Lass uns nicht im Stich, Yakari. So einem Riesen kann ich doch gar nichts anhaben. Was soll ein kleiner Siux gegen so ein Muskelberg ausrichten? Aber ich habe es versprochen. Großer Adler! Denk nach, Yakari. Es gibt immer einen Weg. Ja, was soll das heißen? List und Besonnenheit sind mächtiger als rohe Stärke. Und Geduld ist die wichtigste Waffe, Yakari. Aber es ist sehr dringend. Die Fischotter können nicht mehr warten. Übereile nur nichts, Yakari. Der Winter kommt und mit ihm die Lösung. Vertraue auf dich. So, der Winter. Ach ja, ich habe eine Idee. Das erzähle ich Ihnen morgen. Wie fett er geworden ist. Kein Wunder, dieser Faulpelz liegt seit einem Monat den ganzen Tag nur da und stopft sich voll, während die Otter rennen müssen. Oh, das ist ja ekelhaft. Es schneit. Es schneit. Es schneit. Na los. Kommt schnell her. Er steht auf. Komisch, ich habe gar keinen Hunger mehr. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ach, plötzlich bin ich so müde. Natürlich, weil du Winterschlaf halten willst, du Gierschlund. Keine Angst, Yakari. Das Eis hier ist dick genug. Du meinst, das hält, kleiner Donner? Na klar, pass auf! Sei vorsichtig! Na siehst du, es ist ganz ungefährlich. Oh. So, da bin ich, Yakari. Es kann losgehen. Der schnarcht aber. Genau wie unser Fettauge. Nur, dass der das ganze Jahr überschläft.
Ist das auch ganz bestimmt nicht gefährlich? Nein, ganz und gar nicht. Er schläft tief und fest und wacht nicht vor dem Frühling auf. Seht ihr? Ui, juhu! Und aber wie wird das, wenn der Grizzly wieder aufwacht? Halb so schlimm. Lasst uns seine Überraschung vorbereiten. Das macht ja Spaß. Wirklich toll, die Frisur, die steht dir. Kommt, es geht weiter. Das war's noch nicht. Und wer macht die Hauptarbeit davon? Weiter! Nur noch ein Stückchen! Wir haben es gleich hinter uns! So, du alter Schnarchpelz. Auf dieser Insel wirst du prima schlafen. Ich würde zu gern sein Gesicht sehen, wenn er aufwacht. Na denn, schlaf gut, Schnäuzelchen. Gut geschlafen, aber jetzt habe ich einen schlimmen Bärenhunger. Na komm schon, wo steckt ihr Otter? Hört ihr nicht, ich habe Hunger. Wo bleiben die frechen Rumtreiber nur? Ich habe Hunger. Ich bin hungrig. Wo seid? Was ist denn hier los? Wieso sehe ich hier nichts als Wasser? Was da auch? Oh, nein! Überall ist Wasser! Oh, eine Insel! Ich bin eingeschlossen! Oh. Hörst du, Yakari? Der Otterschinder ist wohl gerade aufgewacht. Und irgendwas ärgert ihn. Lassen wir ihn ruhig noch ein bisschen schreien. Das wird ihm gut tun. Ja, widerlich. Ich will weg hier. Auf dieser Insel ist nichts. Ich will zurück in meinen schönen Wald, wo es alles gibt. So leckere Sachen. Und so nette, liebe, flinke Otter, die mich bedienen. Ich kann doch nicht schwimmen. Wie soll ich da nur hinkommen? Oh, ist das schrecklich. Das ist furchtbar nass. Holt mich sofort hier weg, oder ich zerfleische euch! Ach ja? Also wenn du in dem Ton mit uns redest, fahren wir gleich wieder. Oh, bitte nicht gleich wieder wegfahren. Ihr dürft mich nicht hier allein lassen. Das hört sich schon ganz anders an, Grizzly. Wir runterhelfen. Aber du musst uns erst etwas versprechen. Alles, was ihr wollt, aber ich flehe euch an. Holt mich hier runter, ich halte das nicht aus. Dann musst du mir dein Ehrenwort geben, die anderen Waldbewohner nie wieder zu tyrannisieren. Ich soll nie wieder jemanden tyrannisieren, aber ich bin ein Grizzly, das geht nicht. Nein, 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 bitte, ich hab's mir überlegt, ich verspreche es. Abgemacht. Aber du bist zu groß und zu schwer für unser Kanu. Deshalb muss dir unser Freund der Otter das Schwimmen beibringen. Es ist die einzige Möglichkeit, von der Insel runterzukommen. Na gut, du musst kraulen. Immer die Tatzen nach vorn. So, Muskelprotz. Erstmal auf dem Trockenen und dann ab ins Wasser.
Ich hab's endlich geschafft, fester Boden. Oh, danke, mein lieber kleiner Fischotter. Ich lade euch alle ganz herzlich zu einem großen Festschmaus morgen Abend in meiner Höhle ein. Und damit wir uns richtig verstehen, dieses Mal werde ich euch bedienen. Glaubst du, wir können diesem Grobian vertrauen, Yakari? Die anderen Tiere sind jedenfalls schon zurückgekommen. Du hast recht, da. Die Nester sind wieder bewohnt. Ein gutes Zeichen. Beeilen wir uns, ich hab nämlich schon Hunger. Sehr, den habe ich selbst gefangen. Na, wenn wir da auch noch was abkriegen wollen, sollten wir uns lieber beeilen, sonst gehen wir leer aus. Yakari! Bist du das, Mutter? Schnell, Yakari! Du musst dich anziehen. Aber das Gewitter. Oder ist kleiner Donner irgendwas passiert? Huh? Nein. Regenbogen ist verschwunden und weil es so furchtbar regnet, machen sich ihre Eltern große Sorgen. Und ich dachte mir, du weißt vielleicht, wo wir sie suchen können. Ja, ich glaube, ich weiß schon, wo wir sie finden. Oh. Kleiner Donner! Ah, so ein Regen. Ah, ganz widerlich. Aber was willst du hier draußen, Yakari? Hey, soll ich etwa durch dieses Unwetter galoppieren? Es tut mir ja auch leid, aber es muss sein. Regenbogen ist verschwunden und sie könnte in Gefahr sein. Regenbogen? Das ist natürlich was anderes. Festhalten, Yakari! See, dann ist sie nicht weit. Ein Wolf. Ach was, das ist doch Unsinn. Ich habe noch nie einen Wolf mit einer so schönen Stimme gehört. Tja, und diese Stimme gehört Regenbogen. Nichts wie hin. Du bist ja ganz durchnässt. Ach, ja, und ich? Bei mir ist das wohl egal. Wie? Kommt mit, da könnt ihr euch unterstellen. Bitte, herzlich willkommen in meinem Geheimversteck. Ich wusste, ich finde dich hier. Du hast so viel von der Höhle erzählt. Die gefällt mir richtig gut. Weißt du was? Von hier aus kann man das ganze Tal überblicken und der Sonnenaufgang ist herrlich. Die Sonne? Die würde ich gern mal wiedersehen. Tagelange Dauerregen hat alles überschwemmt. Du hattest allerdings wirklich recht. Die Aussicht von hier ist fantastisch. Aber wir sind gefangen. Es tut mir so leid. Na ja, das stimmt auch. Dein Versteck ist so zu einer richtigen Insel geworden. Nicht so schlimm. Wir finden schon einen Weg zurück. Zum Glück ist es ja hier nicht gefährlich. Weiter Weg durchs Wasser, Yakari. Meinst du, kleiner Donner schafft das? Klar doch. Oder meinst du nicht? Ha ha ha!
nicht leicht, ein Feuer zu machen, nachdem es so viel geregnet hat. Vor allem damit. Birkenrinde brauchst du. Die brennt selbst feucht noch. Ich gehe sofort welche suchen. Birke ist das hier wohl nicht. Aber immerhin trocken. Na, na, du kleiner Wicht. Lass mein Geweih in Ruhe. Oh, Verzeihung. Ich wollte dir nichts tun. Ist ja schon gut. Wir haben jetzt ohnehin weitaus größere Sorgen. Sieh nur. Yakari! Hey, da steckst du. Keine Angst, das sind Freunde. Kommt her. Hier liegt ein Elch, Junges. Es hat sich ein Bein verletzt. Das könnte ich behandeln. Aber dafür müsste man zuerst diesen Baum wegschieben. Fertig? Alle zusammen. Es geht los. Bravo. Jetzt kann's losgehen. Ich bastle eine Schiene. Und wir bauen ihm schnell ein Gehege. Kommst du, kleiner Donner? Ein Gehege? Ich frage mich, wozu das gut sein soll. Es ist alles meine Schuld, Yakari. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich euch da reingezogen habe. Das musst du nicht, Regenbogen. Schließlich hast du den Elch gerettet. Es ist spät. Wir sollten schlafen gehen. Und morgen machen wir Rauchzeichen. Bist du das? Es war gut, von dir herzukommen. Aber gib Acht. Sei immer sehr auf der Hut. Was willst du mir damit sagen? Da ist ein verletzter Elch. Ach so, der. Das war nur eine Schramme. Das Wasser führt viele zusammen. Was? Hier. Was heißt? Wen führt das Wasser hier zusammen? Oh, ich verstehe nicht, was großer Adler damit meint. Morgen sehen wir Clara. Das brennt besser als ein Elchgeweih, was, Yakari? Hör auf damit, Regenbogen. Sonst mache ich noch Fehler. Hoffentlich kommen sie an. Uns geht es gut, helfen einem Tier in Not. Das ist Yakari. Die Rauchzeichen meines Sohnes würde ich unter Tausenden erkennen. Regenbogen, wir müssen uns beeilen. Ja, gleich. Es reicht immer noch nicht. Dann komm doch nach, wenn du genug hast. Das, Yakari? Yakari, Yakari, antworte doch! Überfällt ein verletztes Tier. Passt auf, den haben wir nicht das letzte Mal hier gesehen. Jetzt verstehe ich auch die Warnung. Das Elchjunge. Ich weiß was. So können wir es schützen. Los, ihr müsst euch verstecken. Ich soll
sollte vielleicht erst mal ausprobieren, ob die Falle auch funktioniert. Hätte ich nicht festgehalten, hättest du Regenbogen verletzt. Ja, Kari? Oh, Regenbogen? Bist du da? Der Vielfraß! Was ist? Pass auf! Oh, schnell weg hier! Das Brummen eben, was war... Kommt so schnell nicht wieder. Toll gemacht, Yakari. Gut so, kleiner Elch. Das schaffst du. Noch ein Stück, komm. Das Wasser ist etwas zurückgegangen. Was meinst du, kleiner Donner? Ich weiß nicht recht. Allein würde ich es schaffen, aber mit euch auf dem Rücken... Frag mich doch. Wir Elche sind ganz hervorragende Schwimmer. Ohne dich würden wir immer noch auf der Insel sitzen. Ich habe euch zu danken. Das werden wir euch nie vergessen. Seht nur! Yakari! Vater! Deine Rauchzeichen haben uns hergerufen. Der Regen hat mich überrascht. Wie leichtsinnig. Du bist bei so einem Wetter zu weit vom Lager fortgegangen. Wie konnte sie mit so einem Unwetter rechnen? Und außerdem hat sie den kleinen Elch gerettet. Ihr habt recht getan. Kommt zurück ins Dorf. Das ist gut. Ich mag sie jetzt gar nicht verlassen. Aber der kleine Elch braucht keine Hilfe mehr. Macht's gut, Elche. Zum Glück sind wir nicht mehr auf der Insel gefangen. Jetzt kannst du wieder richtig galoppieren, kleiner Donner. Juhu! Nein! Die Pferde sind weg! Die Pferde! Hey, was ist passiert? Kleiner Donner! Oh. Schnell! Schnell! Unsere Pferde wurden gestohlen! Kleiner Donner? Die Pferdediebe sind längst auf und davon. Wir haben kein einziges Pferd mehr. Zwei Männer kommen mit mir. Wir brechen sofort auf. Ja, genau. Wir müssen sie wiederfinden. Merkwürdig. Ich sehe hier gar keine Spuren von kleiner Donner. Wartet, nehmt Proviant mit. Er wird euch bei Kräften halten. Nur der große Geist allein weiß, wie lange ihr unterwegs sein werdet. Du auch, an die Arbeit. Es ist Zeit, gehen wir. Was ist das? Ich erkenne kleiner Donners Hufspuren. Er ist den Dieben entkommen. Unbezähmbar, wie ich ihn kenne. Aber wieso kommt er dann wohl nicht ins Dorf zurück? Er hat die Diebe verfolgt, um zu erfahren, wo sie hinreiten. Ich muss nur seiner Spur folgen. Dankeschön, Fettauge. Nehmt doch lieber die Pferde, um sie zu verfolgen. Dann seid ihr viel schneller. Keine Spur mehr. Ihre Fährte verliert sich am anderen Ufer. Sie müssen ein Stück durch den Fluss gewartet sein, um ihre Spur zu verwischen. Wir teilen uns zur Suche auf. Die Fährte ist ganz frisch. Kleiner Donner kann nicht weit sein. Kleiner Donner! Kleiner Donner! Ach, Yakari. Ach, du hast es verjagt. Alles in Ordnung, kleiner Donner? Was ist passiert? Ich konnte nichts erkennen.
Ein Tier. Sehr schnell. Mit Krallen. Es hat mich angegriffen. Aber zum Glück bist du dann ja gekommen. Ein Vielfraß? Nein, nein, das war kein Vielfraß. Sieh mal, kleiner Donner, dein Angreifer hatte rotes Fell. Rot? Aha. Hauptsache, ich muss ihm nicht nochmal begegnen. Nichts. Wir haben das Ufer bis zu den Wasserfällen abgesucht und keine Spur gefunden. Ich hatte auch kein Glück. Wie kann eine ganze Herde nur einfach so verschwinden? Ich bin ganz Ohr, kleiner Donner. Erzähl mir, was du gesehen hast. Nachdem ich den Dieben entkommen war, verfolgte ich sie, um zu erfahren, in welche Richtung sie ziehen. Sie verwischten ihre Spuren, indem sie lange Zeit flussaufwärts liefen. Hier! Doch sie überquerten den Fluss nicht. Um ihre Verfolger abzuschütteln, gingen sie auf derselben Seite wieder ans Ufer, auf der sie eingestiegen waren. Ihr Unterschlupf ist auf dieser Seite des Flusses. Ich habe ihn sehen können. Ich führe dich hin, wenn du willst. Natürlich will ich das. Nichts wie hin, kleiner Donner. Schnell wie der Blitz! Sie können jetzt nicht mehr weit sein. Aber was ist das? Ein Puma. Und das da? Oh, Igitt! Yakari, sieh nur! Ah, das stammt von dem Tier, das dich angegriffen hat. Ich frage mich, ob... Hab keine Angst, kleiner Donner. Diesmal bin ich ja bei dir. Zusammen haben wir nichts zu befürchten. Na gut. Die habe ich noch nie gesehen. Ganz ruhig, kleiner Donner. Er scheint verletzt. Hey, ich will dir doch nichts tun. Du sprichst ja die Sprache der Tiere, Kleiner. Ich bin Yakari, Freund der Tiere. Und wer bist du? Ein Luchs. Ich bin von sehr weit hergekommen, um das heilende schwarze Wasser zu finden. Es hilft gegen manche Verletzung. Tut mir leid, dass ich dein Pferd so erschreckt habe. Aber ich hatte Angst. Mit der kranken Pfote fühle ich mich verwundet. Ich kann nicht mehr jagen und ich habe Hunger. Hier ist was drin. Das ist getrocknetes Fleisch. Es wird dich wieder zu Kräften bringen. Und dieses schwarze Wasser soll dich heilen? Ja, es ist ein gutes Mittel, um die Wundheilung zu beschleunigen. Davon würde ich gern was mitnehmen. Oh. Großer Adler! Das schwarze Wasser heilt tatsächlich, doch es besitzt auch andere Kräfte. Und nicht alle davon sind gut für den Menschen. Es brennt. Das Wasser brennt? Sieh her. Oh. Es kann auch große Zerstörung anrichten, Yakari. Wenn die Menschen sich das schwarze Wasser um jeden Preis aneignen wollen, wird das mehr Schaden als Nutzen zur Folge haben. Und es wird sehr viel Unheil stiften. Und ich wollte es mit nach Hause nehmen. Aber dennoch wird es dir schon sehr bald einen überaus großen Dienst erweisen, Yakari. Ja, welchen denn? Du wolltest doch die Pferde finden, nicht wahr, Yakari? Ja, aber... Dann tu, was du dir vorgenommen hast. Gut. Du wirst sehen. Ist der Luchs weg? Ja, und jetzt zeig mir das Nest der Diebe. Schnell, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Da ist es. Das Lager liegt direkt hinter dem Bergkamm dort. Kleiner Donner, wir müssen noch heute Abend etwas unternehmen. Wenn Sie morgen weiterziehen, holen wir Sie nie mehr ein. Da sind Sie. Wir müssen sie unbedingt retten. Yakari, wie willst du das denn jemals alleine schaffen? Wie, mit einer List natürlich.
Ich bin ein Sioux. Tja, also das muss aber eine raffinierte List sein, denn die sind auch nicht auf den Kopf gefallen. Achtung! Sie gehen zum Schlafen in die Höhle. Unsere einzige Chance ist also... Keine Bewegung! Die Diebe! Oh, Vater! Yakari, was tust du hier? Ich bin wirklich stolz auf dich, mein Sohn. Du hast die Pferdediebe vor uns aufgespürt. Yakari hat die Intelligenz eines Fuchses und ist schnell wie ein Hirsch. Und er hat ein tolles Pferd. Wir schlagen zu, wenn die Nacht anbricht. So vermeiden wir unnötiges Blutvergießen. Könnten Sie uns nicht verfolgen. Sie holen auf. Bereit zum Kampf? Nein, Gewalt ist keine Lösung. Ich habe eine Idee. Schwarze Wasser also schon? Oh ja, Yakari. Die Sioux kennen die Macht des schwarzen Wassers schon lange. Aber sie wissen auch um seine Gefahren. Darum ist es besser, es dort zu lassen, wo es ist. Es gehört der Erde, nicht den Menschen. Sie sind wieder da! Und sie haben die Pferde dabei! Bravo! Die Pferde! Sie haben die Pferde gefangen! Da seid ihr ja! Hey, ich hab's ja gesagt. Nehmt die Pferde, dann seid ihr schneller.